Moin Moin Sicro-Trainer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Fokus. Heute sind wir unterwegs mit dem Flugzeugträger Manfred von Richthofen. Dieses Replay wurde uns eingeschickt vom Lukas 2006 GER. Vielen Dank dafür. Wenn auch ihr ein schönes, spannendes Replay habt, schickt uns es gerne ein. Die Adresse replay.sicro-trainer.de für euch. Ladet uns gerne das Replay von euch hoch und vielleicht seid ihr in einer engeren Auswahl dabei und euer Video taucht bei uns auf dem Kanal bei YouTube auf. So, jetzt gehen wir mal rein ins Gefecht. Der Lukas ist erstmal mit den Schlachtflugzeugen gestartet. Drei Staffeln haben wir und ihr seht, wir sind hier schon voll unter Beschuss. Schauen wir uns mal ganz kurz die Gegner an. Hier haben wir natürlich die Midway als CV-Gegner. Dann haben wir viermal Schlachtschiffe. Dann haben wir fünf Kreuzer, wobei die Wooster und Minotaur und die Petropavlovsk natürlich. Ja, auch die Smolensk sollte man nicht unterschätzen, mit einer starken Flugabwehr dabei sind, Shimakaze und Harland als Zerstörer und da ist natürlich die Harland das gefährliche Ziel, was uns hier jede Menge Flieger runterholen könnte. So, am Anfang macht er erstmal ein bisschen Spotting und denke, man geht hier gleich erstmal auf die Mino, da dreht er schön rein. Diesen Angriff nehmen wir natürlich gerne mit, Mino nicht so stark gepanzert und wir machen hier gleich mal 5 Zitadellen. Ja, AP-Raketen, die tun weh auf so leicht gepanzerten Kreuzern und das sind natürlich auch unsere favorisierten Ziele hier mit der Manfred von Richthofen. So, während die AP-Bomber jetzt gerade im Anflug sind, ganz kurz vor euch Kapitänskillung und Verbesserung, die blende ich euch jetzt mal ein. So, und jetzt fliegt er die Slava höchstwahrscheinlich an. Zumindest ist das das nächste Ziel, wo wir aufpassen müssen. Ihr seht's, Smolensk in der Nähe und der Cap geht hier weg. Also irgendwo muss hier sicherlich ein Zerstörer drin stecken. Den versucht es erstmal anscheinend aufzuklären, was natürlich gut für unsere Leute wäre. Aber das ist kein richtiger, ja, in der Nähe, der darauf schießen könnte. Also gehen wir wieder den Mino-Tower an. So, AP-Bomber, wie gesagt, Mino, leichtes Ziel, trotzdem starker Flak. So, hier müssen wir relativ weit runter. Mino fährt rückwärts, deswegen mussten wir jetzt unsere AP-Bomben abwerfen. Ah, leider zweimal durchgeschlagen. Nicht der Effekt, den wir jetzt hier haben wollten. So, jetzt Reparatur rein. Nächstes Ziel Thunderer. Und ihr seht schon, unsere Flugzeuge sind hier nicht die besten. Was zumindest die AP-Anzahl angeht. Aber Thunderer dreimal Zeta. Und das hat richtig getroffen. Das hat auf jeden Fall wehgetan. Da hat sich die AP-Bomber-Staffel doch nochmal gelohnt. Ihr wisst, Zita-Schaden, der kann nicht so gut repariert werden. Ja, anders als natürlich Brände. Nett natürlich, wenn so ein Schiff runtertickt mit Bränden, aber HE-Brandschaden kann natürlich zu 100% repariert werden. Deswegen sind im Endeffekt die Bomben, die den AP-Schaden machen, mehr wert. So, wir sind wieder hier mit der nächsten Staffel unterwegs. Müssen mal ein bisschen gucken auf die Karte. Hier ist ganz viel bei A. Da müsst ihr vielleicht auch mal gucken, dass er seinen Flugzeugträger vielleicht auch mal ein bisschen wegbewegt. Sonst kann so eine Seite auch mal ganz schnell fallen und da kommen wir in die Bredouille, nicht mehr rechtzeitig wegzukommen. Wir haben hier falls eine sehr gute Secondary, aber die müssen wir nicht unbedingt ausprobieren. Zumindest nicht, wenn zu viele Gegner auf uns zukommen. Nett natürlich, wenn mal so ein einzelner Zerstörer auf uns zufährt, aber nicht dafür geeignet, um hier so eine ganze Horde aufzuhalten. So, Minotaur wieder im Anflug. Ich wollte gerade sagen, das wird gleich wehtun. Genauso ist es, wenn die so schön Breitseite kommt, sind hier diese AP-Raketen Gold wert von der Manfred von Richthofen. Genau das sind unsere Ziele, die wir suchen. Manfred von Richthofen nicht der beste Flugzeugträger, um viel Schaden auf Zerstörern zu verursachen, da es durch die dünne Panzerung von Zerstörern meistens zu Overpens kommt, welche lediglich 1/10 des maximalen Schadens verursachen. Standarddurchschläge sind bei spitzen Winkeln möglich, aber in diesem Winkel gibt es auch eine höhere Chance auf Abpraller. So, Shimakaze da oben bei 10 mit drinne. Da müssten wir uns vielleicht mal unterstützen. Ah, da Petropavlovsk, das ist da auch ein nettes Ziel. Heilt sich da oben gerade wieder hoch. Spielt gegen den Harland und gegen den Minotaur. Oh, hier haben wir die Shimakaze. Da könnte der Kurfürst und die Sandor vielleicht drauf wirken. Mal gucken, jetzt haben wir die AP-Bomben drin und wir haben ja vorhin schon gesehen, Thunderbar war da ein gutes Ziel gewesen und der fährt hier ganz schön alleine. Deswegen sind wir hier nicht geballten Flakfeuer ausgesetzt und können hoffentlich gleich wieder so schönen Schaden drauf machen wie eben gerade. 65.000 Schaden haben wir gerade. Mal gucken, der Anflug
Wichtig natürlich immer, dass ihr genauso anfliegt, wie das der Lukas eben gerade gemacht hat. Und da sind wieder drei Zitas drin, 26.400 Schaden. Enge Kurve, ihr seht, ruckizucki, quasi, ich sage es mal, nachgeladen, unsere Bomben. Und dann kann auch gleich der nächste Anflug folgen. Vier Staffeln haben wir rein, theoretisch. Und die nächsten zwei Zitadellen. So, das waren jetzt insgesamt 8 Zitas auf die Sandwa. 108.000 Schaden haben wir. 2 zu 2 Schiffe wurden rausgenommen. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir mit den Caps hinterherkommen. Ja, da hat der Gegner gerade 3 Caps gehabt und wir sind gerade dabei, den B-Cap zu erobern. Minotaur da in der Mitte. So, der Lukas bewegt jetzt auch seinen Flugzeugträger hier entsprechend weg. Immer ein bisschen gucken, dass ihr ja nicht zu weit natürlich wegfahrt, damit die Flugzeuge auch relativ schnell wieder im Einsatz sind, da wo sie gebraucht werden. Bei Manfred von Richthofen haben wir da nicht das riesengroße Problem, weil unsere Flugzeuge hier sehr schnell sind. So, da haben wir die Shimakaze. Die können wir dann gleich... Ah, okay, das smoked sich hier ein. Gucken, ob er Jäger drüber lässt. Ja, genau, lässt Jäger drüber. Das macht man dann halt gerne mal, dass unsere Leute natürlich, wenn die Shimakaze hier rausfährt, entsprechend diese, ja, aufgedeckt bekommen und auch dann beschießen können. Die Minotaur und Kurfürst sollten das da eigentlich richten. Kurfürst, wenn er Glück hat, hat er Hydro gerade parat. So, jetzt sind wir erstmal mit den Torpedos. Er hat sich hier ein bisschen auf die Sanua fokussiert. Die werden auch alle drei treffen. Jetzt wird er gleich nochmal versuchen, einen zweiten Angriff zu machen. Mal gucken, wie er den angeht. Okay, sehr steile Kurve herum. Ich weiß nicht, ob das... Nee, das wird nichts. Dass er sich vielleicht 1-2 Sekunden länger Zeit nehmen müssen, ist natürlich länger dem Flakfeuer ausgesetzt, ist ganz klar. Muss man mal so ein bisschen einschätzen können, ob man die Kurve noch kriegt, beziehungsweise ob man dem Flakfeuer so lange ausgesetzt bleiben kann, um entsprechend seine Torpedos noch in Wasser zu bringen. So, jetzt unterstützt er hier mal ganz kurz mit Jägern. Ah, okay, die Midway war aber schneller gewesen gegen die Hindenburg. Wir verlieren hier unser 4. Schiff. Der Gegner hat 3 verloren. Aber noch ist hier alles drin. So, der Lukas ist wieder mit seinen Schlachtflugzeugen unterwegs. Die haben sich ja schon zweimal hier bewährt. Mal gucken, was wir als nächstes Ziel hier rausfischen können. Das ist eine Wooster. Die könnten Ziel werden auf jeden Fall. Steht hier nah am Berg dran. Aber wenn er diesen Bogen hier kriegt und die Wooster jetzt nicht rückwärts fährt, also dann könnte das, genau, die fährt sogar vorwärts, macht aber ein bisschen, ja, okay, die Wooster dreht ein bisschen rein, da muss er einen größeren Bogen fliegen. Ihr seht, das könnt ihr mit euren Schiffen natürlich am besten so machen, aber jetzt haben wir doch die Breitseite gefunden. Ja, 2 Zitter Schaden, genau, 9-mal durchgeschlagen. Schade, dass es nicht für den endgültigen Finish gereicht hat, aber jetzt müssen wir hier aufpassen, das ist das, was ich meinte. Wir wurden hier aufgeklärt durch die Flugzeuge und von einer Seite beschossen. Das kann auch mal ganz schnell böse ins Auge gehen. Ihr seht, er ist ja relativ offen hier auf der Insel. Da müssen wir ein bisschen dichter ran oder weiter wegfahren. Wir können jetzt bequem auch Richtung C oben weiter reinfahren. C ist unsers. Wir haben jetzt 2 Caps. Da liegen wir mit 300 Punkten im Rückstand. Schiffsmäßig auch mit 1 Schiff im Rückstand. Haaland noch als gefährlicher Zerstörer hier auf jeden Fall unterwegs. Ist da hinten auch gerade aufgeklärt. Wenn er mal bei A reinschaut... Mal gucken, ob unsere Schiffe, jetzt fällt die Kremlin und die Mino, jetzt wird es aber haarig werden, das sind jetzt doch ein bisschen sehr viele Schiffe auf, ja, in kurzer Zeit gewesen. So, Lukas, zeig, was du kannst. AP-Bomber wieder alle bereit. 4 Staffeln im Anflug, A3 Flugzeuge, das sind Conqueror, der sehr low ist. Gucken wir uns ein bisschen die Schiffe an da oben. Conqueror, Sandra, Wooster, low HP. So, jetzt die Wooster, die kommt ja auch gut rein. Und wenn wir die gut treffen, dann müsste es eigentlich das gewesen sein. Ja. Ja, genau. Ziemlich zentral getroffen. 2 Zitas. Das war für den Lukas keine Herausforderung gewesen. Okay, jetzt dreht er lieber auf die Yamato rein. Ich hätte es wahrscheinlich die Sunway angeflogen, um die rauszunehmen aus dem Spiel. So, frontal wieder anfliegen. Den AP-Bomber braucht ihr gar nicht so tief bei den Schlachtflugzeugen. Rüberfliegen, gehen zu den Kreuzern. Da lieber einen kleinen Tick höher abwerfen. So habt ihr eher eine Chance oder eher eine Garantie, dass ihr auch hier durchschlagt und die Zitadelle trefft. So, jetzt versucht das wahrscheinlich gegen die Smolensk mit einem Blindtorp hier rein in den Nebel. Ja, da geht die Smolensk auf. Mino ist dicht dran.
Sonst wäre es natürlich wichtig, dass wir diese Seite hier räumen. Genau, Smolensk wird angeflogen. Fährt hier raus aus dem Nebel. Gut vorgehalten. Unsere Torpedos sind hier sehr schnell unterwegs. Von der Manfred von Richthofen. Zwei Torptreffer sind dabei. So, und jetzt genau, jetzt brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr uns hier mit der Smolensk beschäftigen. Genau, die Mino nimmt das raus. Da haben wir wieder unsere Thunderer. Die hat ja wirklich hier oben einsam und alleine überlebt. Schön wäre es natürlich immer, wenn wir ein Flooding hier mit den Torpedos erreichen könnten. Dementsprechend immer gucken, dass ihr Bug oder Heck trifft. So, und wieder zurück und AP-Bomber rein. Ja, Flooding leider nicht dabei. So, jetzt wichtig, B geht weg, die Haaland wird hier drin sein. Einmal Fighter über uns gelassen, beziehungsweise für die Thunderer. Jetzt wäre es natürlich nicht verkehrt, wenn wir die Haaland hier irgendwie aufdecken könnten, aber auch die gegnerische Midway setzt hier Fighter. Müsst ihr immer ein bisschen auf die Minimap natürlich achten. Ihr habt dann auch das Fighter-Symbol natürlich hier links gerade gesehen. Aber trotzdem, wie gesagt, immer auf die Minimap achten, dass ihr hier nicht unnötigerweise eure Flugzeuge dem Gegner zum Fraß vorwerft. So, mal gucken, wen er sich jetzt raussucht. Genau, ich würde mir auch die Sunra raussuchen. Der ist am meisten AP verloren. Die müssen wir jetzt natürlich erstmal rausnehmen aus dem Spiel. Dann haben wir hier sogar wieder einen Schiffsvorteil, während der zweite Cap hier gerade weggeht. Aber der Gegner hatte kein Kreuzfeuer mehr Richtung B. Was natürlich enorm wichtig wäre. Ihr seht nämlich, wo er hinzielt. So, Lukas struggelt ein bisschen. Ah, nur ein Zieler-Treffer, okay. Aber wir kriegen noch auf jeden Fall einen zweiten Angriff hin. Sando hat hier nicht die beste Flugabwehr. Auch kein defensives Flakfeuer. Versucht hier reinzudrehen, aber er macht das hier geschickt. Kriegen auf jeden Fall hier die zweite Staffel runter. So, der Drop war ein bisschen höher gesetzt. Und da waren die zwei Zitas dabei gewesen. Dritter Kill, 195.000 Schaden, 27 Zitadellen. So Leute, das macht erstmal nach mit euren Kreuzer Schlachtschiff, was der Lukas hier mit seinem Flugzeugträger macht. So, den Vorteil jetzt auf unserer Seite, was die Schiffe angeht. Punktemäßig haben wir jetzt ausgeglichen und da ist die Haaland. Ah, die ist noch ziemlich Full HP. Und ihr seht, sie tut auch weh, deswegen fährt er das, oder fliegt das erstmal natürlich zurück. Ein bisschen raus aus Flaxfeuer. Er hat ja die Sektorpriorisierung vielleicht dann erstmal aus dem Weg gehen wollen auch. Auch mal ganz wichtig, man kann dann nochmal kurz rausfliegen, wartet ein paar Sekunden und fliegt dann nochmal an. Und entsprechend hat das gegnerische Schiff die Sektorpriorisierung gerade auf Cooldown. Und man kommt mit dem Angriff dann doch eher durch, aber jetzt entscheidet er sich hier für die Single Yamato. Da wird auf jeden Fall ein Angriff durchgehen. Mal gucken, ob man einen zweiten danach vielleicht noch hinkriegt. Nutzt hier den Berg, die Insel erstmal aus, um den Flakfeuer zu entgehen. Geschickt gemacht auf jeden Fall. Wenn ihr dazu die Chance habt, natürlich nutzt die Inseln, nutzt die Berge aus. So. Da seht ihr wieder, Symbol für die Jäger ist drin. Ganz schnell kriegen wir vielleicht noch einen Angriff hin. Unsere Flugzeuge sind hier schnell unterwegs. Hier Yamato brennt auch. Wie gesagt, jetzt wäre es wieder schön, wenn wir ein Flooding kriegen. So, die Jäger schaffen es hier nicht, uns zu erreichen. Deswegen haben wir noch ganz schnell unseren zweiten Angriff hinbekommen. Sehr, sehr wichtig natürlich. So, drei Torpedotreffer. Flooding leider ausgeblieben. So, AP-Bomber wieder ready. Yamato sollte jetzt wieder unser Ziel sein. Ihr seht da oben, die Haaland ist gerade wieder ganz kurz aufgeploppt. Wir stehen aber mit den geballten Übermacht drinne. Im B-Cap. So, Haaland Flakfeuer wieder an, deckt sich aber damit natürlich auch auf. Und da haben wir eine Venezia und eine Mino dahinter stehen. Ich denke mal, die finden das sehr nett, wenn die Haaland da aufgeht. So, da sind noch die Fighter von der Midway drinne. Wir sollen ein bisschen aufpassen. Oder wir machen so einen Kamikaze-Angriff. Sonst sind wir aber nicht so gut positioniert im Gegensatz zu der Yamato hin. Mal gucken, wie er den Angriff vielleicht durchbringt. Eigentlich müsste er jetzt nochmal eine Kurve drehen. So, Jäger sind auf uns drauf. Jetzt müssen wir uns beeilen, dass wir sonst nicht gleich alle Flugzeuge verlieren, bevor der Angriff durchgeführt werden kann. So, jetzt dreht er rein. Schöner, enger Wenderadius. Ah, kriegen wir auf jeden Fall durch. 24.000 hat die Yamato noch. Und genau das hat für uns auch gereicht. Wunderbar, drei Zitas und Schiff Nummer 4 versenkt. Ja, das wird jetzt souverän eigentlich von ihm runtergespielt, ne? Er schaut sich aus, welche Schiffe machen am meisten Sinn hier anzugreifen, welche sind hier Low HP,
Ja, welche müssen rausgenommen werden aus dem Spiel? Die machen auf jeden Fall keinen Ärger mehr. Ein Großkaliber haben wir jetzt auch noch eben gerade gedroppt. So, dementsprechend sieht es jetzt richtig gut aus. So, da ist die Haaland. Jetzt können wir da auch mal. Ah, ich wollte gerade sagen, macht er jetzt mal einen Angriff? Nein, machen wir nicht. Haben auch zu dicht dran gewesen. So, jetzt wieder ganz schnell raus. Geschwindigkeit ausnutzen. Oh, da gibt es ganz viele Flakwolken. Nein, das hat es nicht gebracht. Nein, direkt wieder zurück, genau. Vielleicht noch irgendwas retten, was da irgendwo nur noch nur in der Luft rumschwirrt. Haaland hier, kein gutes Ziel für die Manfred von Richthofen und die Schlachtflugzeuge. Deswegen denn lieber die Slava. Die hat hier noch 68.000 HP. Und das ist das bessere Ziel hier, definitiv für unsere AP-Bomber. Ist natürlich eine Runde 4 zu 3, was hier die Flugzeugträger definitiv mitentscheiden werden. Der Lukas hat es ja jetzt zum großen Teil schon auch mitentschieden und die Runde sehr lange offen gehalten. Aber ich wollte damit sagen, es ist hier noch gar nichts entschieden. Nochmal ein rechtzieher Treffer, Slava. Ist natürlich das beliebte Ziel, gerade für die Manfred von Richthofen mit AP-Bomber und dann auf die großen Schlachtschiffe rauf. Groß, unbeweglich. Und gut zu treffen. So, nochmal zwei Bomben runter. Und nochmal zwei Durchschläge. Dabei nochmal die 34. Zitadelle mit dabei gewesen. Das muss man sich mal ein bisschen auf den Mund zergehen lassen, auf der Zunge zergehen lassen. Ja, 34 Zitadelle-Treffer. Ob nun durch AP-Bomber oder durch die AP-Raketen, ganz egal. Zeigt aber definitiv, dass er sich hier die richtigen Ziele ausgesucht hat und entsprechend auch richtig gut angeflogen ist. Ansonsten kommt man natürlich auch nicht auf diese Anzahl hier an Zieter durch AP-Bomben und AP-Raketen. So, Torpedos. Jäger sind wieder gedroppt von der gegnerischen Midway, aber ganz schnell Angriff rein. Das kriegen wir auf jeden Fall durch, kein Problem. Ah, Slava fährt es weg. Ich glaube, das werden nur zwei Treffer werden. So schnell sind dann unsere Torpedos doch nicht. Ah, ja, aber hier gut am Heck getroffen. Wenigstens das Flooding mitgenommen. War dann letztendlich nur ein Torpedotreffer. Flooding wurde aber direkt. Ja, repariert hier von der Slava, war auch nötig gewesen. Er hat jetzt nicht mehr wirklich viele Trefferpunkte. Wäre natürlich gut, wenn jetzt irgendein Schiff ihn unter Brand setzen könnte, was aber nur die Sunrise machen könnte. Venezia mit SAP unterwegs, Mino nur mit AP unterwegs. Da hagelt zwar weiter auf die Slava ein. So, eine genische CV versucht ihn hier auf jeden Fall abzuhalten, davon die Slava nochmal anzugreifen. Ihr seht es hier, nochmal Fighter gedroppt. Die müssen wir jetzt hier umfliegen. Definitiv nicht da reinfliegen, sonst kommen wir ja nicht durch mit unserem Angriff. Ja, die Slava hält sich wieder hoch. Also definitiv müssen wir die hier nochmal anfliegen und die müssen wir jetzt nur nochmal richtig bebomben. Das wäre dann der Kraken entsprechend. So, Heilung ist abgeschlossen und bei einem guten Drop hier eine komplette Staffel sollten wir durchkriegen. Gerade so. Genau, die kommen auch ganz gut. Ja, reicht aus. Gut gemacht. Kraken freigelassen. Super. So, jetzt sieht es so richtig gut aus. Hier eine Minute noch, die wir brauchen. 4 gegen 2 Schiffe, 2 zu 1 Caps. Genau, er schreibt es gerade rein. 280.000 Schaden. Tja, Lukas. Super Runde, würde ich sagen. Ja, hier konnten wir gut sehen, was die Manfred von Richthofen ausrichten kann. How many seats? Fragt da einer im Chat. 35, lol, genau, 35, lol, richtig. Ja, einfach gut gemacht, würde ich sagen. Er war auf jeden Fall hier der entscheidende Faktor in seinem Team gewesen. Hat hier stets souverän die Ziele sich ausgesucht und auch konsequent runtergefokust. Ja, was will man dazu mehr sagen? Hut ab, sehr gut gemacht. Wunderbare Runde. Freut mich, diese kommentieren zu dürfen. Und ich hoffe, ihr hattet hier genauso viel Spaß. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar unter dem Video dalasst. Gerne natürlich auch einen Daumen nach oben. Wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, gerne ein Abo dalassen. Und ich blende euch gleich wieder, wie gewohnt, die Screenshots zum Ende ein. Und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge bei Im Fokus wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Sikros Team.